Am Anfang sind's 100 Spieler, am Ende bleibt einer übrig. Das sind nicht nur die Spielregeln des neuen Battle Royale-Spiels Radical Heights, sondern auch der traurige Zustand des gefloppten Lawbreakers, dem ersten Spiel vom Entwickler Boss Key Productions. Denn die Spielerzahlen des Hero-Shooters bewegten sich unter anderem wegen dem boomenden Battle Royale-Markt zuletzt nur noch im zweistelligen Bereich, weshalb das Studio angekündigt hat, sich in Zukunft auf andere Projekte zu fokussieren. Nur wenige Tage später ist besagtes neues Projekt dann als Radical Heights auch schon als kostenloser Extrem-Early-Access-Battle-Royale-Shooter veröffentlicht worden. Viele Spieler fragen sich deshalb zu Recht, ob das Ganze ernst gemeint oder nur ein Scherz ist. Radical Heights verfrachtet das typische Battle-Royale-Gameplay in eine fiktive 80er-Jahre-Gameshow im Stil von Running Man, in der 100 Kandidaten in einer Arena gegeneinander antreten. Spielerisch erfindet Radical Heights das Rad nicht neu, bringt aber immerhin ein paar neue Räder mit. Denn auf Wunsch darf man die Spielwelt auch auf dem BMX-Rad erkunden. Oder aber am Glücksrad drehen, denn überall in der stetig schrumpfenden Spielwelt gibt's Gameshow-Elemente wie Preisrampen, Geldregen und Verkaufsautomaten. Wer damit interagiert, verbessert zwar seine Ausrüstung, macht aber durch lautes Getöse auch alle anderen Spieler auf seine Position aufmerksam. Als Ingame-Währung sammelt man überall Dollars ein und kann sich damit direkt in der Spielwelt Waffen und Ausrüstung an Verkaufsautomaten kaufen. Oder aber die Knete am Geldautomaten einzahlen, um sie über den Spielertod hinaus zu behalten. Zwischen den Matches kann man damit auch diverse Kosmetik-Items wie Klamotten oder Frisuren kaufen. Schneller geht's, wenn man direkt für echtes Geld die sogenannte Red Gem Premium-Währung bezahlt. Zumindest bei einem Punkt sind wir uns jetzt schon sicher, ob das ernst gemeint oder nur ein Scherz ist. Die Genrebezeichnung Extrem Early Access. Denn Radical Heights macht an allen Ecken und Enden einen unfertigen Eindruck. Während einige Innenräume ganz hübsch sind, fehlen im Großteil der Gebäude jegliche Einrichtungen oder sogar Texturen. Viel zu oft sorgen Clipping-Fehler für Ärger, die Auswahl im Kosmetikshop ist momentan wenig überzeugend und auch weibliche Charaktermodelle fehlen komplett. Und wenn wir gerade schon dabei sind, auch die Fahrradphysik könnte noch etwas Feinschliff vertragen. Eine nette Idee in Radical Heights sind die dynamischen Map-Quadranten. Denn die Arena wird nicht wie etwa in PUBG durch ein kreisrundes Kraftfeld gleichmäßig immer kleiner, sondern auch mitten im Level gibt's plötzlich Sperrzonen. Während man in rot markierten Bereichen Schaden nimmt, regnet es in Abschnitten mit Dollarmarkierung sogar Geld, was gleichzeitig lukrativ und sehr gefährlich ist. Oh, sorry. You're definitely not leaving empty-handed. Oh yeah, you're dead. Here's what you've won. So spannend das in der Theorie auch klingen mag, so oft haben wir aber auch Runden gespielt, in denen einfach viel zu lange nichts passiert ist. Es fällt daher aktuell schwer, Radical Heights im stark umkämpften Battle Royale-Markt eine Empfehlung auszusprechen. Denn bis hier ein wirklich fesselndes Multiplayer-Erlebnis draus wird, muss Boss Key noch ordentlich Arbeit reinstecken. Immerhin umgeht man diesmal ein Hindernis, das Lawbreakers zum Verhängnis geworden ist. Radical Heights ist free to play. Ausprobieren kostet also nichts.